Aber an 4 Kilometer. Diese Konstruktion, welche schon
Und unsere Tourfirmier gilt es sehr empfindlich auf dieses laute Gequietsch der Schwebebahn. Und das sah folgendermaßen aus. Alles, was zwei Beine hatte, wurde in den vorderen Bereich der Schwebebahn gedrückt. Tuffy selber, die schubbelte natürlich mit ihrem dicken Hinterteil nach hinten, so eine Art Fluchtinstinkt. Und das Ganze artete letztendlich in eine Panikattacke aus. Ja, die sah folgendermaßen aus. Tuffy drehte sich um und drückte mit ihrem Allerwertesten die hintere Tür der Schwebebahn einfach ein. Und purzelte satte 12 Meter hinunter in die Butter. Und wo dieser legendäre Körper in die Butter stattgefunden hat, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen.